Willkommen zu einer weiteren Folge von Bowser's Fury. Wir haben jetzt uns vorgenommen, also ich habe mir jetzt vorgenommen, diesen Part mit dem Spiel fertig zu werden. Dazu sind 100 Catch-Scheins notwendig. Wir haben 98, das heißt, wir sammeln jetzt mal schnell noch die beiden verbleibenden Catch-Scheins. Und danach geht es nochmal zum absoluten Final Boss. Den geht es dann an den Kragen. Und, oh nein, habe mich gerade schon gefreut, dass hier First Try wird. Da habe ich mich doch mit Abstand zu früh gefreut. Kann ich mich porten? Ja, schneller. So, und jetzt bitte nicht am Ende choken. Vielen Dank. Jetzt nochmal ein Bowser, der das Ganze schwerer machen will. Gegen die Zeit schwimmen zur Insignie oder zum Insignia. Dann war die letzte Shine im Spiel. Halt nochmal in der Fury Mode. Sogar Gegner besiegen. Oh nein, kein Gegner besiegen, sondern als Katzen-Mario hochrennen. Wir machen es aber nicht als Katzen-Mario, denn das ist lame. Wir machen es legit. Man kann sich jetzt Katze wirklich ziemlich leicht machen, aber wo bleibt da denn der Spaß? Ja. Toll. Oh! Bowser kommt sofort wieder. Weil wir 100 Scheins gesammelt haben, ist das so gehardcoded, dass dann direkt nochmal Bowser kommt. Finde ich gut vom Spiel. Was? Es kam keine Cutscene. Also normalerweise kommt eine Cutscene, dass die Glocke kommt, dann werden wir zurückgeboostet. Aber jetzt kam die Cutscene nicht, stattdessen sind wir auf einer Glocke gebonkt. Interessante Spielmechanik auf jeden Fall. Ich habe jetzt so die Befürchtung, dass der Part jetzt ein kleines bisschen kurz wird, aber... Ja, was soll's. Ah, ich hätte die Katze nicht dich zeigen können. Ach, scheiß drauf. Das habe ich schon mal gemisst. Sterb. Übrigens, es gibt hier keine Regeneration Cat Suits. Das heißt, jedes Ding, was sozusagen abgezogen bekommen, ist permanent. Also es gibt zwar an den drei Stationen. Oh. So war es gar nicht geplant, aber gut. Dafür überhaupt nicht, habe dadurch noch ein bisschen mehr Schaden gemacht als ohnehin, vielleicht, keine Ahnung. Ja, jetzt macht er da die Flammen. Oh. Schlecht leider. Okay. So. Er ist ungefähr Half-Life.
benutzt ja alle. Alles gar nicht gut. Möchte falsches Gelände haben. Okay, jetzt war die Sprungattacke. Bam. Beim allerersten Mal durchspielen habe ich. Kam es zur Situation, dass ich kleiner Mario gewesen bin, als er Half-Life gewesen ist, und habe schon alle Regenerationen, die es halt gibt, aufgebraucht. Ah, das war clean. Und habe den Fight dennoch geschafft. Hab da halt eben dann getryhardet gegen Ende. Ja, nochmal direkt einen mitgegeben. In der Zeit steht er wieder auf. Okay. Tschüss. Es ist immer schön, wenn er da stehen bleibt. Ja, das gebe ich nicht. Ne, der ist noch nicht wirklich besiegt. Ist er nicht. Ich kann mich noch erinnern, wie das Finale war, als wir 50 Scheins gesammelt haben. Jetzt kommt der wahre Final Fight und der ist absoluter Muchscheiß. Der ist unfair. Dieser Fight ist absolut unfair, weil man diese Flammen nur eigentlich so gut wie gar nicht ausweichen kann. Du kannst sie eigentlich gar nicht ausweichen. Du musst halt dich hier komplett durch den Fight damit stoßen. So ist er programmiert. Okay. Erstens kann ich ja schon mal mitgeben. Aber ich habe genug als Inventar. Und die kann ich mir jetzt alle ziehen. Damit sollte es eigentlich möglich sein. Ja, guck das jetzt mal an hier. Wie man das denn ausweichen? Der Fall ist halt legit scheiße. Wow, da ist jetzt Glück. Ja! Ich war nicht mehr in der Landung, da hat er die Dinger geschmissen. Schon wurde ich von denen getroffen. Okay. Und das hier ist absolut unfair. Ich kann sogar sagen, warum. Für diejenigen, die das Spiel nicht gespielt haben, du kannst, wenn du mit Plessy steuerst, kannst du während dem Springen, kannst du nicht nach links und nach rechts ausweichen, wenn du in der Flugphase bist oder wenn du im Wasser bist. Nur ich konnte nicht ausweichen, weil ich halt eben in der Luft die ganze Zeit war, weil ich ansonsten von diesen anderen Dingern da, die halt kamen, da von diesen Felsen, von diesen horizontalen Felsen dann getroffen worden wäre. Aber das Feuer wurde erst dann angekündigt, nachdem ich schon den ersten Sprung gesetzt habe. Dadurch, dass ich immer wieder springen musste, blieb ich halt eben, konnte ich halt nichts weiter tun, außer nach geradeaus in die Flamme reinzurasen. Alles andere hätte zu nichts geführt. Entweder hätte ich, wie gesagt, was ich halt jetzt gemacht habe, entweder die ganze Zeit über die Felsen springen, hätte mich die Flammen getroffen, oder ich wäre in den Flammen ausgewichen, aber dann wäre ich vom Felsen getroffen, weil ich gesprungen bin. Ich hätte es nicht verhindern können. Das Einzige, wie man diesen Fight hier schafft, ohne sich Ultima aus dem Inventar zu ziehen, ist, indem man diesen Fight auswendig lernt. Nämlich die Attack-Patterns von Bowser sind halt jedes Mal dieselben. Das heißt, man kann sich einfach auswendig lernen, genau wann, zu welchem Zeitpunkt er welche Attacke macht und kann halt schon ausweichen,
bevor der überhaupt noch schon was angekündigt hat, einfach weil man es im Gedächtnis hat. Anders schafft man diesen Fight nicht. Oder man hat halt sau viele Hals im Inventar wie ich und tut sich einfach durch Damage boosten. Es hat absolut schlechtes Game Design. Ja, genau das hier. Ich war noch in der Flugphase und direkt kam dann ein Hindernis. Ich kann nicht lenken während der Flugphase. Es ist nicht möglich. Ja. Frage ich mich, wie hätte ich das auch wieder ausweichen sollen? Okay, das war jetzt actually fail von mir. Ja, genau derselbe Scheiß hier auch schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausweichen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht. Das ist wirklich der unfairste Shit. Auch schön, dass ich absolut viel Pech habe und der... Gute Bowser. Ja, schon wieder. Ich konnte nicht ausweichen, weil ich in der Luft war. Und währenddessen kann er nicht angreifen. Also währenddessen kann man nicht ausweichen, meinte ich. Ja, lass... Ja, auch hier wieder. Wie hätte ich das ausweichen sollen? Ja, schon wieder, das war in der Luft. Da kann ich nicht ausweichen. Während der Luft kann man sich nicht bewegen. Ist so. So, noch ein Hit. Das war noch nicht mal sichtbar, weil wegen dieser großen Feuerkugel habe ich noch nicht einmal gesehen, dass er da noch zusätzliche Spitzen hatte. Und generell, ich bin ja gesprungen, um dieses Feuer auszuweichen. Und weil ich in der Luft war und nichts mehr machen konnte und diese Attacke erst sichtbar war, als ich schon oben war und ich nicht genügend Zeit hatte, um zu springen, hätte ich auch schon wieder unfair einen Hit kassiert. Du musst einfach die gesamte Scheiße von diesem Kampf auswendig kennen. Wenn du das hier ohne Damage Boosten gewinnen willst. Ich weiß nicht, welcher Mitarbeiter von Nintendo diesen Boss verkackt hat. Ich sag's mal so, das ist der zweitschlimmste Boss, den Nintendo jemals programmiert hat. Und meine Zuschauer wissen wahrscheinlich, die immer aufmerksam meine Videos verfolgen, die wissen wahrscheinlich, was für mich der schlimmste ist. Aber das werde ich nicht namentlich erwähnen, weil diese Grütze einfach keine Aufmerksamkeit verdient hat. Aber das hier ist der zweitschlimmste Boss in der von Nintendo ever. Was halt eigentlich schade ist, denn die erste Phase war saugeil. Aber gut. Was will man machen? Das, die erste Phase von kompetenten wurde halt von sehr kompetenten Entwicklern programmiert und das zweite von kleinen Timmy, der auf die Tastatur gekotzt hat. Da, das ist so. Man muss es nicht gut finden, aber es ist so. Es ist halt ein sehr schlechtes Ende gegenüber ein sehr gutes Spiel. Haben eigentlich diese Katzen genau das wie das, was wir schon bereits gesehen haben, lol. Ja, komm. Wer ist für dieses Spiel verantwortlich? Was ich auch generell schade finde, ist halt, dass eben Bowser's Fury und man kann eine Meinung haben, wie man will, aber ich glaube, dass das ursprünglich mal ein Super Mario Odyssey DLC gewesen ist. Einfach wegen den Catshines. Sie hat sich einfach so sehr angefühlt nach diesen Monden, die man einfach Mario Odyssey gesammelt hat. Und generell dieses Open-World-Struktur, das passt nicht zu 3D-World, das ist einfach Mario Odyssey. Und dann haben sie einfach mal geplant, ein DLC rauszubringen mit einer Open World, was ein bisschen kleiner ist, wird dann auch von der Länge her passen.
für ein DLC ist das schon eine Länge, die man vertreten kann. Aber irgendein Manager, irgendeiner von diesen geldgierigen Marketing-Leuten, dachte sich so, nee, die Leute wollen nicht die Start des DLC kaufen. Mach einfach direkt ein neues Spiel draus. Aber wegen der kleinen Länge machst du auch einfach noch zusätzlich zu einem 3D. Von einem Port von Super Mario 3D World. Von mir hat das Spiel für die Wii U schon Super Mario 3D World. Für mich ist das eigentlich ein Schlag in die Fresse, das Spiel so mal wegen Bowser Fury neu zu kaufen. Und das muss ich gut heißen, aber gut, ich hab's mal gemacht. Ist halt, sagen wir es mal so, das macht es halt zu einem absolut überteuerten Spiel, wenn man 3D World schon hat. Aber gut, es ist gut. Ich würde nicht sagen, dass ich es bereuen bin, aber es ist halt dennoch enttäuschend. Wie halt Nintendo halt eben dann doch mehr zu einer gewinnorientierten Unternehmen wird, anstatt zu einem, was halt einfach gute Spiele programmiert. Und nach einfach da so eine Marketingkrütze raushaut, die man nicht gut finden muss. Jeder, der Nintendo Switch Online hat, der weiß, wovon ich rede. Ich will sogar mir überlegen, das Abonnement nicht mehr zu verlängern, einfach weil ich diesen Much nicht mehr unterstütze. Es ist halt traurig. So, das war jetzt mal ein kleiner Rant während den Credits. So. Ja, 17 Minuten ist die Aufnahme lang. Ja, das ist noch eine vertretbare Länge. Ich habe schon gedacht, so, dass es vielleicht kürzer wird. Aber 17 Minuten gehen auch voll klar. Ich kann auch ein kleines bisschen noch Filler-Content jetzt bringen. Ja, was haben wir denn hier als Filler-Content? Ach ja, die Toads. Erstmal wirklich absolut überall bonken. Da. Jetzt alle zusammen. Was ich auch noch testen kann, wäre das hier. Das habe ich ja gar nicht benutzt. Wir haben eine Stampfattacke gemacht. Verwandelt man schon so eine Statue. Ich meine, man könnte auch so nicht angegriffen werden. Man kriegt halt Münzen. Man kann so einfach Münzen farmen. Ist eigentlich so richtig broken und dumm, aber. Gut. Naja. Was hier mit den ganzen Geschmiere. Da kann man die Scheine, die man schon gesammelt hat, einfach nochmal sammeln. Gibt einfach ein paar Coins. Was ist mit denen, die wir hier schon die ganzen Graffiti-Kram? Ja, schon bereits. Hatten wir jetzt immer ein Graffiti, was wir schon mal bereits hatten? Kann man es einfach jetzt nochmal holen? Haben wir jetzt überhaupt noch Bowser? Im Fühlmodus? Oder die Sache jetzt gegessen hier, die Feuerblume? Könntest du jetzt eine Feuerblume neu holen? Ja. Nach einer Zeit kauen die dann aus, dann kann ich das einfach nochmal, sich nochmal hier Power-Ups holen. Was man auch machen kann. Nämlich, man kann sich wie so ein Panzer verwandeln. Man kann beschleunigen, abbremsen und halt eben leicht die Richtung ändern. Aber ist absolut unmobil. Jetzt steigt man halt automatisch aus. Das wusste ich legit nicht. Warte, ich fliege die ganze Zeit einfach nur in eine Richtung. Steig schon mal automatisch aus. Ja, in der Tat. Weil ich gerade im Wasser, das liegt nicht am Wasser, ich bin auch immer über Wasser gegangen. Nur man kann halt eben diesen Panzer, der überlebt hat, nicht im Wasser. Darum ist jetzt direkt kaputt gegangen. Okay. Wir haben es mal schon auf 20 Minuten hochgestreckt. Ich bin stolz auf mich. Und dann will ich auch an der Stelle den Part, den Part, sondern das ganze Let's Play-Projekt auch beenden. Oh mein Gott, sind nur 9 Parts. Das Spiel ist wirklich nicht groß. Ja. Was Nachkommaprojekt habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Werdet ihr schon alles sehen. Ja, dann bin ich aber jetzt auch mal wirklich im Part und sag ciao, Leute. Wie schmeckt dir das?